Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Arkham Horror Mother of Embrace. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr zuschaut. Ja, ich weiß, ich habe im letzten Video gesagt, ich breche das Let's Play ab, aber das kann ich so nicht stehen lassen. Das ist einfach nicht mein Stil, ein Let's Play abzubrechen. Deswegen führen wir das fort. Ich glaube, es sind auch nicht mehr allzu viele Kapitel. Da arbeite ich mich jetzt durch. Weil von der Story ist das Spiel ja gut, nur vom Spielen her eben nicht. You can't seriously believe these rumors of a witch living in the bayou, can you? No doubt there's nothing there but an old abandoned and empty house. Ja. Dieses berüchtigte Hexenhaus liegt irgendwo im Bayou. Anscheinend begleitete die Algae die Herde Professor Tillinghast aus unbekannten Gründen dorthin. Es liegt daher nahe, dass sie in dieser alten Villa entdecken können, was sie von ihr wollten. Ja, ja, wie ihr seht, sind unsere Ermittler, ja drei, doch schon sehr stark angeschlagen. Und den Erfolg, mit einem Ermittler hier alles zu machen, den werde ich wohl knicken können. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, keinen starken zweiten Fernkämpfer. Weswegen Roland dann doch wieder mit muss. Aber ich glaube, ich werde wieder William Yorick heute mal mitnehmen. Roland Banks und... Ja, eigentlich bräuchten wir auch einen von den beiden. Sie für Magie oder ihn für seinen Glückspilz-Gedöns. Aber er hat so schon physisch, das hätten wir dann doppelt belegt. Moment, ich geh noch mal kurz zurück. Weil er hat ja auch physisch. Logisch, Willenskraft... Und sozial alles durchschnittlich. Die Initiative im Kampf erhöht sie. Vielleicht wäre Agatha Crane auch jetzt mal angebracht. Dass ich die drei dann einpacke. Ja, mach mal so. Gut. Also William Yorick, Roland Banks und Agatha Crane als Ermittler. Und ja... Irgendwie war der Karabiner nicht so gut wie gehofft. Da lieber doch die abgesägte Schrotflinte mitnehmen. Die Automatik hier ist schon wieder kaputt. Ja, das ist jetzt die Frage, was nehmen wir mit? So, er ist auf jeden Fall stark im Nahkampf und ich werde da jetzt mal... das Bleirohr. Messer und Bleirohr bei ihm einpacken. Zack. Zack. So, ihm geben wir auf jeden Fall den Derringer. Und die abgesägte Schrotflinte. Sie hat überall durchschnittliche Werte. Das heißt, auch ihr geben wir für die Nahkampfverteidigung ein Messer. Und... Buch des Körperschutzes, Buch des Seelenschutzes, Buch der Heilung, Buch der Qualen, Buch der Bändigung. Ja, ich nehme das Buch der Qualen mit, auch wenn es fast zerstört ist. So, und Heilgegenstände nehme ich nicht mit, weil irgendwie scheinen wir die ja doch immer häufig zu finden. Dann haben wir hier wenigstens noch Platz, falls wir so irgendwas finden. Gut, und dann geht's ins Szenario Nummer 7. Ins Hexenhaus. Und schauen, was uns dort erwartet. What are you doing?
There's nothing of interest between these dilapidated walls, I assure you. I suppose I didn't expect a witch house to be clean and tidy, but I've never seen a more appropriate set for a place full of monsters. Still don't know what this place has to do with Professor Tillinghast. Maybe not, but we've seen enough clues pointing here, and those creatures seem to appear whenever the professor is involved. Brace yourselves. Something's coming this way. Geht's direkt schon los mit Kampf hier? Natürlich. Das sind auch noch die, die platzen, ne? Das heißt, wenn wir die umhauen, muss ich mich auch direkt wieder wegbewegen. Mal gucken. Das kriegen wir sogar hin. Zwei hier, zwei mit Messern, dann nochmal einen Schritt weggehen. So, hier dürfte ja nichts sein jetzt, ne? Auf den da hinten schießen wir mit dem Derringer. Ja, ist ja tot. Runde beenden. Und das war's schon. This place is crawling with monsters. Did you hear that? There's something bigger than those creatures in here. Whatever it is, the sound is coming from upstairs. If nothing else, we're likely to find more evidence. Even if not, we'll have a chance to exterminate more of these things. Ja, hier liegt auf jeden Fall was. Was haben wir hier? Ein Tagebuch. Auf dem Tisch liegt ein offenes Notizbuch, die Seiten vergilbt, aber staubfrei. Du liest, sie wird heute Nacht hierher geführt. Stellt sicher, dass alles vorbereitet ist. Sie verweilt bis zur Ankunft des Kometen. Denk daran, die Zeit naht. Wir müssen vorbereitet sein. Das sieht dem Haus von Tillinghast gerade sehr, sehr ähnlich. Halt nur verfallen. Ein Gemälde. Die Malereien an der Wand zeigen Kleinkinder. Im Gegensatz zum restlichen Dekor scheinen sie erst vor kurzem aufgehangen worden zu sein. Dort sind Gegner, aber bevor wir hochgehen, wollen wir uns hier unten auf jeden Fall umschauen. Ein altes Gemälde, das derart von Staub bedeckt ist, dass daraus ein neues Bild entstanden ist. Vielleicht hast du soeben einen neuen Kunststil entdeckt. Staubmalerei. Ich höre doch schon wieder irgendein Gegluckse hier. Ein Gemälde. Unter dem Staub entdeckst du eine Kinderzeichnung. Die Eltern müssen es voller Stolz aufgehängt haben, nachdem es ihnen geschenkt wurde. Der Gedanke wärmt dein Herz. Wir gewinnen geistige Gesundheit, sind aber bisher noch gar nicht betroffen. So, und wir finden ein schimmeliges altes Bett. Auf der Matratze liegt eine Taschenuhr. Die nehmen wir auch direkt mit. Und nein, die verwenden wir direkt. Schaut euch mal hier den Mythoszähler an. Können wir das schon mal zurücksetzen? Hier werden wir jetzt wahrscheinlich eh ordentlich Kämpfe erleben. Man hört es ja schon, dass hier was im Argen liegt. Das ist doch genau das Haus von Tillinghast. Leute. What's this? The room looks just like Professor Tillinghast's nursery. Jetzt wird's merkwürdig, Leute. Ein Mobile. Ein Mobile hängt über dem Bett. Bei jedem Windhauch tanzen die Ziegen und eine Sternschnuppe umeinander.
Es erinnert dich an die Herde und du weißt genau, dass du so etwas schon einmal gesehen hast. Diesmal finden wir hier keinen Schlüssel. Aber das ist doch mehr als Zufall, dass das Haus genauso aussieht. Jemand hat diesen Spiegel mit einem einzelnen senkrechten Schlag zerschmettert. Tausende winzige Reflexionen erwidern deinen Blick. Sie alle sehen erschöpft aus. Was haben wir hier? Heilkräuter in der Wanne? Fast. Eine weiße Badewanne gefüllt mit schmutzig grauem Wasser. Vielleicht findet sich etwas unter der Oberfläche. Genau, wir nehmen Bandagen, die im alten ranzigen Wasser rumschwimmen. Aber, ja, wir haben ja bisher noch keine Heilungsgegenstände, also können wir das schon gut gebrauchen. So, und ich werfe mal kurz einen Blick auf die Karte. Jetzt sind wir hier gewesen. Das heißt, wir gehen am besten dann hier jetzt weiter. Der alte Tisch ist ausgeblichen und wurde offensichtlich lange schon nicht mehr verwendet. Dennoch erblickst du darauf einen interessanten Gegenstand, Raditor. Damit können wir nochmal zufällige Zustände entfernen. Das geben wir Roland. Bei Roland sollten wir übrigens mal nachladen. Nicht, dass es hier überraschenderweise zu einem Kampf kommt, aber eigentlich sehen wir ja immer unterhalb der Tür, wann es... Wenn wir es mit Gegnern zu tun bekommen, wie da jetzt zum Beispiel. Oh ja, eine schmutzige Spüle, das ist zu viel für William und Roland. Eine bis zum Rand mit schmutzigem, verkrusteten Geschirr gefüllte Spüle. Allein der Anblick dreht dir den Magen um. Meine Güte, das sind aber auch manchmal Mimosen hier. So, eine verkratzte alte Holztruhe. Sie ist fest verschlossen. Fingerfertigkeit. Ich würde mal sagen, wir versuchen die Schwäche zu finden. War falsch. Dann sprechen wir das Schloss auf. Oh, und hier haben wir vielerlei. Mit einem gekonnten Handgriff kannst du den Behälter öffnen und hineinlinsen. Ja, nochmal ein Derringer. Ich nehme aber erstmal die Kugeln an mich und das Fleischerbeil geben wir mal Agatha. Hat die auch nochmal eine stärkere Waffe für den Nahkampf. Und den Derringer könnte ich mir ja später holen, falls der hier nicht mehr im neuen Zustand ist. Jetzt gehe ich erstmal hier durch diese Tür. Okay, jetzt ist es schon ein bisschen anders hier. So, der alte, ausgeblichene Tisch ist mit Gerümpel bedeckt. Wenn du ihn durchsuchst, findest du womöglich einen nützlichen Gegenstand. Das zu bewegen sollte nicht zu schwer sein. So verschieben wir das. Und wir finden auch hier etliche Sachen. Wir finden Karabinerpatronen. Wir finden Schrotflintenpatronen. Wir finden eine Halbautomatik. Oder eine 45er Automatik, Entschuldigung. Hier gehen wir auch direkt Roland. Und wir finden einen Schraubenschlüssel, der eine 20%ige Wahrscheinlichkeit hat, Gegner zu betäuben. Die geben wir William. Oder den Schraubenschlüssel. Eine Sammlung alter Gläser erinnert dich an die Marmeladen, die du als Kind genossen hast. Du kannst das geliebte Aroma beinahe riechen und eine Welle von Nostalgie umfängt dich. Ganz ehrlich, so eine Kinderzeichnung heilt unseren... Geisteszustand und jetzt die Erinnerung an leckere Marmelade nicht. Ja, Leute, ab in den Kampf, mal gucken. Ich versuche wieder mal mit William zwei Schritte hier hinzugehen, das sieht gut aus. Dann hauen wir mit dem Messer nochmal rein. Und bewegen uns davon wieder weg. Nicht, dass wir durch das Platzen Schaden nehmen. Und Runde beenden. So, und die anderen beiden dürfen wir eigentlich hier mit dem Derringer erledigen können.
This hole in the wall seems to lead outside. Uh-huh. Could the creatures be getting in this way? Probably so. We should find a way to close the hole. Okay, Papa. There must be a hammer and nails somewhere in here. Okay. Das sollten wir auf jeden Fall verschließen. So, wir finden nochmal auf einem Tisch dreckige Bandagen. Ein langer Esstisch ist unter einem Kronleuchter aufgestellt. Unter dem Tisch glaubst du einen Gegenstand zu erblicken. Du kriechst unter den Tisch und schnappst dir den feingelassenen Gegenstand. Bitteschön. Hinten haben wir noch so ein merkwürdiges Gemälde. Ein Gemälde von Nicolas Poussin. Darauf kämpfen zwei geflügelte, pausbackige Kinder, während sie auf Ziegen reiten. Du hast Werke dieses Künstlers schon mal gesehen, aber außerhalb eines Museums wirken sie irgendwie fehl am Platz. Eigentlich nicht. Genau solche Gemälde erwartet man doch hier in so einem Hexenhaus. Oh, hier habe ich was übersehen. Nein, in der Kiste findest du einen Hammer, keine besonders gute Waffe, aber vielleicht findest du ja ein Problem, das wie ein Nagel aussieht. Du solltest ihn lieber behalten. Okay, also, dann sollten wir jetzt tatsächlich hier unten mal lang. Da kamen wir gerade her, oder? Scheint, als würde diese Tür zu einem kleinen Raum führen, doch sie ist fest verschlossen. In der Kiste findest du Schachteln voller Nägel, eindeutig Heimwerkerbedarf. Du steckst eine Schachtel ein. Sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch Holzbretter, die können wir wahrscheinlich von da wegnehmen. Ein Bücherschrank, ein sträflich vernachlässigter morscher Bücherschrank. Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, aber du könntest hier noch etwas Nützliches finden. Wir leeren den mal. Nein, wir sollen die Titel lesen. So, als du hineinsiehst, erblickst du einen womöglich nützlichen Gegenstand, das Buch der Bändigung, das wir natürlich Agatha geben. Die Tür am Ende des Flurs wurde von dieser Seite aus verbarrikadiert. Durch das Schlüsselloch siehst du eine Halle, die zu einem anderen, längst aufgegebenen Teil der Villa führt. Okay, können wir doch keine Holzbalken da lösen. Ist vielleicht auch besser so. Wir finden noch einmal Bandagen. Jetzt haben wir schon das Problem, dass wir wieder keinen Platz haben. Eine Bandage können wir auf jeden Fall nicht verwenden. Quatsch. William geben. Die anderen beiden lasse ich dann hier mal liegen. Verletzt ist aktuell ja noch niemand. Ein Schrank. Dieser alte und modrige Schrank ist durch einen Wasserschaden aufgequollen und lässt sich nicht mehr öffnen. Das wird nicht ohne Gewalt nachgeben. Ja, zerstören, aufbrechen. Ja. Sehr gut, was haben wir hier? Buch der Qualen, das können wir ersetzen. Das hier ist ja fast zerstört, dann haben wir hier wieder ein neues. Den Karabiner, den brauchen wir ja nicht. Medizinische Fachliteratur lasse ich auch erstmal liegen. Oder tausche ich das gegen... gegen das Messer? So, denn, ja. Obwohl das Messer... Nein, 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 das Messer brauchen wir. Das kostet so viele Aktionspunkte, die anderen Sachen. Das Bleirohr.
Ja, ich... Ich glaube, ich tausche dann das Bleirohr. Ach Quatsch, ich lasse das hier liegen. Ich lasse das hier liegen. Hier kann ich nochmal nachladen. Genau wie hier. Oh Mann, hier finden wir aber auch Waffen, Leute. Naja, werden wir auf jeden Fall viel kämpfen müssen. Der alte Tisch ist ausgeblichen und wurde offensichtlich lange schon nicht mehr verwendet. Dennoch erblickst du darauf einen interessanten Gegenstand. Eher Gegenstände. Wir haben nochmal Raditor. Wir haben nochmal Schrotflintenpatronen. Und wieder einen Karabiner. Das Bett ist staubig, aber sieht doch viel sauberer als der Rest, als das restliche Haus aus. Hat hier in letzter Zeit jemand geschlafen? Diese Person da? So Leute, ab in den Kampf. Hey, wieso darfst du denn zuerst? Das finde ich nicht gut. Aufgehalten. Wir haben keine Aktionspunkte mehr, oder? Huch, wo bin ich denn jetzt gelandet? Doch, eigentlich. Ah, wir können die Aktion nicht wählen. Okay, aber der ist ja hinüber. Der platzt jetzt nur. Ja. Hier haben wir schon wieder so ein Loch. Müssen wir alle Löcher hier vernageln? Ein Loch in der Wand führt nach draußen. Den Spuren im Staub nach muss die Kreatur so hineingelangt sein. Mit den richtigen Werkzeugen könntest du das Loch sicher versiegeln. Mit Hammer, Nägeln und ein wenig Sperrholz versiegelst du das Loch in der Wand. Besonders schön ist es nicht, aber es sollte die Kreaturen fernhalten. There, that should keep them out. Ah, es war nicht der Raum, in dem wir schon waren. Das heißt, wir müssen auch noch das andere Loch zunageln. Brauchen wir gar kein Holz. Der alte Tisch ist ausgeblichen und wurde offensichtlich lange schon nicht mehr verwendet. Dennoch erblickst du darauf. Bromo-Koffein. Buch der Qualen, Buch der Bändigung. Ich lasse Bromo-Koffein gerade mal liegen. Der Tisch ist in zwei Hälften gebrochen, genau in der Mitte. Du siehst nichts, was diesen Schaden verursacht haben könnte. Aber es muss jemand sehr starkes oder ein sehr schwerer fallender Gegenstand gewesen sein. Was mag hier passiert sein? Ich würde ja gerne nach oben gucken, aber das können wir ja nicht. Ein Schrank. Vermutlich findest du etwas Abscheuliches in diesem schmutzigen alten Schrank, aber du könntest auch einen Hinweis finden. Eine genauere Betrachtung könnte mir mehr verraten, also untersuchen. Und Adrenalin finden wir, Bandagen. Oh Mann, wir sollten jetzt echt mal ein paar Sachen rausschmeißen. Aber was, liebe Leute. Wir tauschen auf jeden Fall die Bandagen gegen die schmutzigen. Und wir geben die Spritze, die tauschen wir dann doch gegen das Fleischerbeil.
kann Agatha nochmal jemanden wiederbeleben, sollten wir im Kampf doch zu viel Schaden. Oh, da hätte ich fast was übersehen. Gewaltige gewaltige Baumpilze wuchern in großen braunen Rillen die Wände hinauf. Ihrer Größe nach zu urteilen, wachsen sie hier bereits seit sehr langer Zeit. Das kann doch nicht gesund sein. Ja, wenn man sieht, was hier für Kreaturen rumrennen, war es das auch nicht. Jetzt sind wir hier einmal rund gegangen. Da hinten müssen wir noch das Loch verschließen. Also hier hinten durch, dann links. Okay. Schließen wir. Lese ich an dieser Stelle nicht nochmal vor. No more mouse hole, no more mice. Oh, musste gerade mal trinken bei diesem flachen Witz. Ja, Leute, sieht so aus, dass wir nun tatsächlich ins oberste Stockwerk müssen. Hier unten ist ja abgeschlossen und so eine Art Schlüssel oder ähnliches haben wir nicht gefunden. Dann wagen wir uns doch mal hoch. Hä? Können wir das gar nicht? Doch. So. Who would draw a door on the wall? Das ist eine gute Frage. There's a noise from the other side. If someone can get away just by drawing a door on the wall, my job just got a lot harder. There's a note here. I've sealed my experiment inside. If you need to reach the office, take the other passage. W. W. For which? Wieder Language, genau. Nein, W für Wilhelmina. Telling guest. 100 pro. There's a key on the note. I bet it unlocks the second passage. Let's hope that office holds some answers. Ja, geheimer Schlüssel. Auf einem Zettel an der Tür steht, ich habe mein Experiment im Inneren eingesperrt. Wenn du das Büro betreten möchtest, nimm den anderen Weg. W.W. Sollen wir direkt mal gucken, ob das hier unten ist, oder wollen wir hier oben erstmal rumschauen? Ich gehe erstmal rein. Hier ein bisschen Musik spielen und geistige Gesundheit zurückgewinnen. Oder schmutzige Bandagen finden. Ein altes Piano, dessen alte Tasten bei jedem Schritt auf den alten Dielen leise klirren. Durch den ungeöffneten Flügel erhaschst du einen Blick auf einen Gegenstand in seinem Innern. Und was haben wir hier? Abgedecktes Möbel. Ein staubiges weißes Tuch verdeckt hier ein Möbel. Du wirfst einen Blick darunter und entdeckst etwas Interessantes. Vielleicht kann ich etwas ertasten, das ich nicht sehen kann. Also anfassen. Und die Glückshasenpfote, die wir ja auch schon haben. Die haben wir noch nicht mitgenommen. Hier hinten gibt es nochmal Kämpfe. Da haben wir noch ein Bild hängen. Ja, fast übersehen. Ironischerweise stellt das Gemälde in diesem gefluteten Raum eine große Flut dar. Leute, bevor ich jetzt hier kämpfe, oder? Ich weiß es nicht. Ach komm, wir gucken mal, was hier oben los ist. Obwohl, nee, ich gucke erstmal, ob der Schlüssel unten passt. Wenn er nämlich passt, haben wir das untere Stockwerk abgegrast. Und dann, ja, das war der richtige Schlüssel.
Es scheint, als würde diese Tür zu einem kleinen Raum führen, doch sie ist verschlossen. Lux in obscuro sumus. Where have we seen that before? Im Lateinunterricht. It's the Miskatonic University motto, isn't it? While I have small Latin and less Greek, even I know that means light in the darkness. We could use a little more light in here. We saw a lighter and a candle earlier. Considering the weird puzzles we've encountered, I wouldn't be surprised if there were more to it. Like arranging the candles in a pattern. Ja, das ist doch aufgemalt an der anderen Wand, Junge. Also, wir haben hier noch ein Bücherregal. Ein gewöhnlich aussehendes Bücherregal mit gewöhnlich aussehenden Büchern und allerhand Schnickschnack. Außergewöhnlich ist hingegen der Luftzug, den du von unten spürst und von dem du nicht sagen kannst, woher er kommt. Ja, wenn wir hier jetzt alles aufbauen, dann rutscht das auf Seite und macht einen Weg frei oder ähnliches. Auf der Truhe steht eine einzelne Kerze mit einer roten Linie, die offensichtlich nicht dekorativen Zwecken dient. Jemand muss das Licht gebraucht haben. Entfachen. Du entzündest die Kerze und siehst zu, wie das Feuer den Docht umschlingt. Das unheimliche Kerzenlicht lässt dich einen Moment lang unheilvoll innehalten. Ich habe das blöde Gefühl, dass wir jetzt nochmal durch das ganze Haus rennen müssen, um diese Kerzen hier zu entfachen. An der Wand steht in großen Lettern geschrieben, Lux in obscuro sumus. Ich glaube, dass wir jetzt hier überall, wo diese Kerzen hier sind, dass wir das entzünden müssen. Und das würde ja sogar passen. Das heißt hier, hier, hier und hier. Vielleicht auch in der oberen Etage, ich weiß es gerade nicht. Jetzt ist auch die Überlegung, ob wir in der oberen Etage uns nochmal umschauen sollen, bevor wir hier alles entfachen. Kann man anhand irgendwelcher Symbole vielleicht erkennen, wo die Kerzen sind? Nein. Aber ich würde tatsächlich behaupten, dass das hier entweder in dem oder in dem Raum ist, das andere dann hier. Dann müsste das hier sein und hier. Kann auch sein, dass das auch im Obergeschoss ist. Im Obergeschoss haben wir noch einen Raum, den wir nicht erforscht haben. Da sind auf jeden Fall Gegner drin. Um die werde ich mich jetzt erstmal kümmern, bevor ich hier anfange, alle Kerzen zu entfachen. Da will ich schauen, was sich hier noch befindet, denn wir haben in diesem Szenario auch noch nicht das Rezept gefunden. So, hier haben wir auf jeden Fall die nächste Kerze. Auf dem Boden steht eine einzelne Kerze mit einer blauen Linie, die offensichtlich nicht dekorativen Zwecken dient. Jemand muss das Licht gebraucht haben. Entfachen. Ich wollte gerade sagen, wie kann denn das... Oh. What happened? Perhaps we lit the wrong candle? Ah, okay. In jedem Raum stehen Kerzen. Und wir müssen die richtigen finden. Die hier müsste es auf jeden Fall sein. Ja, du entzündest die Kerze und siehst zu, wie das Feuer den Docht umschlingt. Das unheimliche Kerzenlicht lässt sich einen Moment lang unheilvoll innehalten. Gut, dann scheint das der richtige Weg zu sein. Dann gehen wir da mal hoch. Durch die Tür, die wir jetzt noch nicht geöffnet haben. Ach du Heiliger, hier haben wir auch Kerzen. Gut. Oh, die dürfen sogar vor uns ziehen. Das trotz Agatha, die unsere Initiative erhöht. Toll. Ihm geht's nicht ganz so gut, sehe ich gerade. Überhaupt nicht.
glaube, Roland dürfte Schaden kriegen. Er steht mit einem Fuß im Radius. Mit ihm werden wir uns jetzt erstmal wegbewegen. Können wir gar nicht. Ich glaube, für ihn war es das dann, ne? Mit 5 Lebenspunkten. Ich will nicht ganz im Radius drin stehen. Gehen wir mal hier hin. Vielleicht reicht es ja aus. Er wurde nicht getroffen. Da haben wir Glück gehabt. Ich benutze aber jetzt lieber nochmal die Waffe. Nicht, dass die nachher so schnell wieder aufgebraucht ist. Jawohl. So, mein lieber William, es wird Zeit, dass du ein paar Bandagen verwendest, bevor du uns hier noch drauf gehst. Nageln wir hier nochmal zu. Nicht, dass hier noch mehr reinkommen. Those beasts won't get in this way anymore. So sieht's aus. This is the last hole. At least, I hope it's the last. Closing it should keep any more creatures from getting in. Of course, won't stop those who already wriggled inside. Was haben wir hier? Ein Schrank. Im Inneren dieses alten Schranks befinden sich jede Menge Spinnweben und ein weiterer Gegenstand. Wir haben nochmal ein Buch der Qualen. Wie oft sollen wir das denn mitnehmen? Wir haben nochmal 5 ranzige Bandagen. Die tauschen wir jetzt auch gegen die eine noch gut vorhandene. Dann haben wir hier einen Haufen Schrott. Trümmer liegen auf dem Boden verstreut. Ein Ast ist durch die Wand gebrochen. Unter Ziegel und Dreck im Raum verstreut. Die Tür zu einem anderen Raum ist blockiert. Leute, uns fehlt noch ein Rezept. Das alte Sofa sieht komfortabel aus und es ist offensichtlich sauberer als der Rest des Hauses. Jemand muss es geliebt haben. Hat hier gesessen, um einen Augenblick lang dem Problem des Lebens zu entfliehen. Du würdest dich hier auch gern erholen. Ich kann mir nichts Gemütlicheres vorstellen, als in so einem ranzigen alten Haus hier auf dem Sofa zu sitzen und zu entspannen. Naja, es hilft unseren Ermittlern. Warum also nicht? Das könnte tatsächlich die richtige Kerze hier sein. War sie auch? Oder? Nein, war sie nicht. Weil wir wieder eine Verstandesprüfung machen müssen. Ja. What happened? What happened? Perhaps we lit the wrong candle? Ihr seid aber auch nicht die schlauesten Ermittler, wenn ihr immer wieder fragt, what happened? Hier müsste es aber sein. Auch nicht. What happened? What happened? Perhaps we lit. Ja, ja. So, liebe Leute. Das hier müsste sie sein. Fehlen nur noch 2. Geh mal weg, Agatha. Steht dem William nicht im Weg rum.
Also würde ich sagen, hier in dem Raum geradeaus durch und dann im Raum rechts. Jawohl, wir beschleunigen das Ganze mal. Fehlt nur noch eine Kerze. Die müsste ja im Raum hier oben stehen. That's one more candle. Did you hear something? I think so. It came from another room. Maybe the one with the writing on the wall. Let's take a look. There's a hidden stairway behind this bookcase. But where does it lead? There's only one way to find out. Oh, der wunderliche Luftzug. Ja, und wieso kann ich jetzt hier nicht durchgehen? Ah. Nee. Doch. Okay. Ein Gemälde einer Ziegenherde. Eine einzelne schwarze Ziege scheint dich direkt anzustarren. Hallo, Ziege. Ich hoffe, wir finden jetzt langsam mal das Rezept. Die Schublade dieses zugemüllten Schreibtisches ist verschlossen. Sollte er Inhalt sich in einem ähnlichen Zustand befinden wie die Tischplatte, ist es vielleicht besser so. Aber vielleicht wird es dir weiterhelfen, sie öffnen zu können. Wir versuchen das Schloss aufzubrechen, und es hat geklappt, und finden nochmal ein Buch des Seelenschutzes. Kein Rezept. So, hier gehen wir wieder runter. Wo sind wir jetzt überhaupt? Genau, wir sind in der oberen Etage. Der alte, ausgeblichene Tisch ist mit Gerümpel bedeckt. Wenn du ihn durchsuchst, findest du womöglich einen nützlichen Gegenstand. Roland kann direkt mal eine rauchen, der ist ja eh zigarettenabhängig und auch schon gesundheitlich ein wenig angeschlagen. Also vom Verstand. Eine Standuhr, eine antike Standuhr, die unermüdlich vor sich hin tickt. Zu deinem Erstaunen bemerkst du, dass die Zeit stimmt. Wer würde eine alte Uhr in einem verlassenen Haus aufziehen? Soll nicht verlassen, die Kreaturen wollen auch wissen, wie spät es ist. Someone's been here recently. Considering it's behind a secret door, there must be something important in here. Du sagst es. Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch herrscht Chaos. Aber du kennst, dass es purer Unordentlichkeit statt eines unheilvolleren Grundes geschuldet ist. Eine Suche könnte den ein oder anderen nützlichen Gegenstand zutage führen. Ich würde sagen, durchsehen. Oder leeren. Nein. Hallo, Mythosuhr. Du findest ein kleines Notizbuch mit einer dir vertrauten Handschrift. Als du es durchblätterst, liest du, der Komet naht und ich spüre, wie sie mit ihm heraneilt. Ich muss mich für ihre Ankunft und ihre gütigen Gaben bereit machen. Es naht die Mutterschaft. Eine Eingebung lässt dich den Schreibtisch genauer untersuchen. Sogleich ziehst du ein kleines Notizbuch hervor, das seinem Gegenstück auf dem Schreibtisch bis aufs Haar gleicht. Ich habe andere gefunden, die meine Sehnsucht teilen. Lange haben sie auf sie gewartet, doch sie sind nicht tatenlos geblieben.
Auf ihren Vorbereitungen aufbauend kann ich sie zu ihr führen. Leute, wir brauchen doch noch ein Rezept, bevor ich das letzte lese und vielleicht das Szenario hier beendet wird. Ja, ein Bücherregal. Ein von dem Gewicht seines Inhalts gekrümmtes altes Bücherregal. Es zu durchsuchen, wird dir sicher keine Freude bereiten. Aber vielleicht springt ja etwas Interessantes dabei raus. Du erkennst einige der Statuetten in diesem Regal als Fruchtbarkeitssymbole verschiedener Kulturen wieder. Ja, brauchen wir nicht. Aha, Leute, hier haben wir jetzt auch endlich das Rezept. Ein alter Bücherschrank mit vielen Büchern, die wohl lange nicht mehr gelesen wurden. Ein vergilbtes Blatt Papier ragt zwischen zwei Büchern heraus. Curry-Eier, lecker. Für die Currysoße eine kleine Zwiebel, ein Teelöffel Mehl und Currypulver in 30 Gramm Butter anbraten. Eier hart kochen, schälen und in Viertel schneiden. Eierviertel in eine Auflaufform geben und mit Currysoße übergießen. Den Rand der Form mit Reis dekorieren. Ja, eine kleine Aufgabe für euch. Ihr könnt ja mal die ganzen Rezepte hier nachkochen. Und wir sagen, wie es geschmeckt hat. Du entdeckst ein kleines Notizbuch in der rückwärtigen Ecke des Schreibtisches. Wir verschieben uns, um da dran zu kommen. Das war natürlich falsch. So, und wir haben verdorbenes Verfahren. Die Arzneivorräte wurden verunreinigt. Das Heilungspotenzial der Arzneivorräte ist bis zum nächsten Szenario verringert. Wir müssen alle nochmal eine Prüfung machen. Zack. Und nochmal. Agatha kriegt gleich auch wieder einen Hau weg. Mit großer Mühe gelingt es dir, das Notizbuch zu greifen. Du liest. Die Zeit naht und meine Herde hat die Vorbereitungen für das Ritual getroffen. Wenn der Komet der Erde am nächsten ist, werden wir sie rufen und sie wird uns erhören. Wir werden ihr den Weg bereiten und ihr Geschenk entgegennehmen. Ihre Schar wird kommen und mir meine größten Träume erfüllen. Noch was auf dem Boden. Hallo? Ja, Agatha, gleich ist es soweit. Du findest ein weiteres Notizbuch und liest. Das Portal ist geöffnet und die Schar strömt heraus. Nachdem ich einige von ihnen zu Studienzwecken mitgenommen habe, habe ich mich in die alte Villa im Bayou eingeschlossen, um meine Experimente durchzuführen. Zu diesem Zweck habe ich ein argloses Testsubjekt aus New Orleans herbeigelockt. Bald werde ich sehen, welche Effekte diese Kreatur auf einen lebendigen Menschen haben werden. Sollen mich die Anwohner doch eine Hexe schimpfen? Meine Experimente und das Ritual sind alles, was zählt. Ich habe das Gefühl, dass das hier tatsächlich die Notizen von Wilhelmina Tillinghast sind. Und so von den Geschehnissen, die hier gerade passieren, erwarte ich noch jemand anderen zu treffen, dessen Namen ich jetzt hier gerade nicht nennen will. Weil der ein oder andere kennt vielleicht die Lovecraft-Stories und wenn ich sage, was ich nun vermute, spoilere ich vielleicht. Ah, sehr gut, alle bestanden. Ein kleines Notizbuch liegt auf dem Tisch, das den anderen gleicht. Daneben liegt ein kleines Stoffsäckchen, auf das mit roten Faden die Worte "Ihm Gasi" gestickt wurde. Du öffnest das Notizbuch und liest. Heurika, ihre Kreatur hat das Subjekt erfolgreich geschwängert und seiner Leiche entsprang ein noch wundersameres Wesen. Um mich selbst zu schützen, habe ich die Kreatur hinter zwei Türen eingesperrt und beide verborgen. Nur das Pulver von ihm, Gasi, kann sie enthüllen. Na? Hallo? Müssen wir es so machen.
Ein weiteres kleines Notizbuch liegt vor der seltsamen Tür auf dem Boden, du liest. Es wird Zeit, heimzukehren. Ich werde meine Forschungen an der Universität fortsetzen, aber die vorherbestimmte Zeit naht. Ich werde bereit sein. Ich, Wilhelmina Tillinghast, schwöre es. Oh, Überraschung, Leute. How nosy you are. Always poking into others' belongings. Have you no respect for privacy? Professor Tillinghast would have made Lady Macbeth proud with such a scheme. She was working with the Herd of Algiri all along. They wanted to open a portal and summon some otherworldly being. At long last, you know the truth. But as with everything that has occurred, only because I led you to it. How could you do this, Professor? You saw those marvelous creatures. They are living beings beyond the wildest dreams of Darwin. Where is your scientific curiosity? We owe it to science, to the world, to learn more about these previously unknown species. We have to stop her. It's far too late for that. My plan has been proceeding for so long, you can't possibly halt its momentum. That note from Tillinghast said something about experiments. Shouldn't we find a way through that weird door? Human experiments? This is monstrous. This door has to lead to the same room we saw earlier. Shall we take a look? We'd better check it, just in case. Ja. Hinter dieser Tür befindet sich das Ergebnis aus Tillinghasts Experimenten. Alles, was du tun musst, ist dieses seltsame Pulver darauf zu streuen. Bist du bereit herauszufinden, was für eine Kreatur dort versteckt ist? Nein, noch nicht. Nicht so schnell. Wir müssen erst nochmal nachladen überall. Was? Also, ich drücke mal die rechte Maustaste, aber damit gehen wir ja wieder raus. Wir laden nach. Wir laden nach. Und wir benutzen die Bandagen an Roland. Der vielleicht aber jetzt gleich nochmal ein wenig wahnsinnig wird. Nein, sehr schön. Jetzt sind wir bereit. Die Tür wurde aufgeschlossen. If I ever see another one of those abominations, it'll be too soon. Kidnapped, enslaved, and then turned into this thing. And then to die here, all alone. We have to put an end to this madness. Wie machen wir es am besten? Wieso können wir nicht so weit gehen? Sind wir immer noch von irgendeinem Effekt betroffen? Schaut euch das an. Ist aber ein Nahkämpfer. Sechs Schaden, das war ja mal nix. Buch der Qualen. Und nochmal fünf zusätzlichen. Das war echt ziemliches Glück für dich. Das kann man nicht anders sagen.
weiter. Sehr schön. Hau drauf. Nochmal mit dem Messer hinterher, mein Freund. Of my experiments. I can't say I'm surprised. Professor Tilling has created these monsters herself, but why did she have to experiment on humans? No matter the reason, we must stop the herd of Algidi. Erkenntnis abgeschlossen. Du bist noch immer bei klarem Verstand. Dieses berüchtigte Hexenhaus liegt irgendwo im Bayou, bla bla bla. Wir haben Hauptziel und Nebenziel erreicht. Das Video war jetzt sehr kurz, also werde ich das doch mit der ersten Hälfte zusammenschneiden. Und ja, so viel dann zu diesem Kapitel. Ich sage mal, wir führen das Ganze dann im nächsten Video fort. Die Ermittler kehren ins Büro zurück. Das sehen wir uns dann aber im nächsten Video an. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode Arkham Horror Mother's Embrace wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.